Das Lennepper Weinfest 2023, es ist Freitagabend und wir sind hier mit Gunter Brockmann. Gunter, viele Diskussionen in den letzten Wochen und Tagen, besonders um das Thema Tickets. Das Wetter spielt jetzt auch gerade mit. Wie war es für dich persönlich? Ja, ist natürlich immer eine heiße Phase, insbesondere wenn man da durch den Kakao gezogen wird. Da stehe ich drüber. Das ärgert mich nicht, das muss man einfach so hinnehmen. Wir können hier nicht alle glücklich machen mit den Karten. Das ist reglementiert und daher freue ich mich. Alle, die hier sein können, haben Spaß. Für anderen tut es mir wirklich leid. Für euch als LKG ist dieses Weinfest ja sehr, sehr wichtig in Verbindung mit dem Karneval. Erzähl uns das doch mal bitte. Ja, also ohne Weinfest haben wir Schwierigkeiten, natürlich den Karneval durchziehen in finanzieller Hinsicht. Wir müssen hier aus diesem Fest Gelder generieren, um eben eine Rosenmontagszug finanzieren zu können. Das macht der ein oder andere nicht verstehen, aber für uns ist das hier, ich sage nicht überlebenswichtig, aber es ist eine wichtige Einnahmequelle. Wenn wir auf den Samstag und auf den Sonntag kommen, wie ist das morgen geregelt? Karten sind ja verkauft, aber wie ist das, wenn Leute vielleicht vom Platz gehen und andere vielleicht sich anstellen würden? Ja, erstmal haben wir die Möglichkeit von 15 bis 17 Uhr ist freier Zugang. Danach wird dementsprechend wieder reglementiert. Und es besteht die Möglichkeit, wenn Leute hier die Fläche verlassen, dass andere nachrücken können bis 22 Uhr. Und wenn wir auf den Sonntag kommen? Ja, Sonntag ist wie immer frei. Manche vergessen das. Da ist ohne Eintritt. Und wir würden freuen, dass auch dann am Sonntag viele Leute nach Lennep kommen. Sapori di casa, Adriana, Daniel. Daniel, du hast eine Flasche in der Hand. Was kannst du dazu sagen? Das ist unser UBS aus Friuli Venezia Giulia. Geiler Wein, ein sehr hochqualitativer Wein vor allem. Ist aus zwei Mischungen gemacht, aus Schioppettino und Merlot, aus dem Jahrgang 2018. Adriana, Magnolia, aus deiner Region habe ich ja jetzt gehört, aus Italien. Was kannst du uns dazu sagen? Also für mich, diese Geschäfte Sapori di Casa bedeutet, den Geschmack von meinem Hause, das zu hier bringen in Lennep, Remscheid in diesem Moment, an diesem Weinfest, aber hier in generell in Deutschland. Das ist ein Stück von meinem Herz, das ich möchte schenken mit den Leuten. Und das ist ja wunderschön erklärt. Daniel, was kannst du uns dazu sagen, dass ihr hier auf dem Weinfest mitmachen könnt und mitmachen dürft? Also für uns ist es ein positiver Effekt über das ganze Jahr, was wir uns erarbeitet haben, dass wir die Chance gekriegt haben, heute an diesem Weinfest in Remscheid teilzuhaben. Weil es relativ schwierig war für uns zu starten und die Resonanz ist einfach sehr gut momentan. Jackie, du hast einen Wein in der Hand. Was hast du denn da? Einen leckeren, lieblichen Wein. Wie sehr freust du dich, dass du wieder auf dem Weinfest sein kannst? Sehr, weil wir hatten noch Glück, dass wir tatsächlich heute unsere Karten bekommen haben. Im letzten Moment, weil wir hier anstanden und keine Karten gekriegt haben. Deswegen umso größer die Freude, dass wir doch noch hier sein können. Und andere Weine, die du vielleicht noch heute Abend trinken willst? Garantiert werden wir uns hier noch bei ein paar Weingütern durchprobieren. Was haben Sie denn für einen Wein? Das ist ein Spätburgunder, ein Rotwein, trocken. Und das ist so meine Lieblingssorte. Wird das Ihr Wein für den ganzen Abend sein oder werden Sie vielleicht gleich mal wechseln? Ich werde Ähnliches an einem anderen Stand noch probieren. Und wie ist das hier auf dem Weinfest in Lennep? Ist sehr gemütlich. Schön, dass es wieder stattfinden kann, so ohne Maske und ohne Begrenzung. Ist schon sehr schön so. So, die Damen, ich sehe eine Flasche in der Hand, Gläser auch. Was trinkt ihr gerade? Wir trinken einen weißen Burgunder. Und wie schmeckt er? Super gut. Ist das das einzige Getränk heute Abend oder wollt ihr noch was anderes probieren? Wir werden noch was anderes probieren. Sehr wahrscheinlich den Sauvignon. Okay, so also ein Sauvignon Blanc oder? Ja, Sauvignon Blanc. Also ihr bleibt beim Weißen oder werdet ihr vielleicht mal auf den Roten wechseln? Also ich werde beim Weißen bleiben. Ich dann zwangsläufig auch. Ich auch. Achso, ihr müsst also alle drei sozusagen aus der einen Flasche trinken. Mitgefangen, mitgehangen. Genau. Wie ist es hier? Wir sind gerade hier mittendrin. Wie ist es auf dem Weinfest? Ich finde es super gut, dass es trocken ist. Und die Stimmung ist gut. Und eigentlich ist es auch gut voll, ja. Also macht es Spaß. Seid ihr nur heute am Freitag da oder kommt ihr vielleicht morgen wieder? Nee, wir sind nur heute da. Was für einen Wein habt ihr gerade? Von Vogel, süß und lieblich. Und wie schmeckt er? Sehr gut. Ist das den Wein, den er jetzt den ganzen Abend trinken wollte oder wird er noch anders probieren? Ja, ich denke schon. Also wir sind eher lieblich und lieber süß. Also ja, ich denke mal, den trinken wir den ganzen Abend. Also werdet ihr auch dann beim Weißen bleiben oder vielleicht mal einen Roten probieren oder so? Ich denke, vielleicht ein Rosé. Also, wie ist die Stimmung hier?
Sehr gut, sehr gut. Also wir haben auf jeden Fall Spaß und die Stimmung ist sehr gut. Also viele Leute hier. Dann danke ich euch beiden noch viel, viel Spaß beim Trinken. Also das hier, gute Stimmung, wie man sieht, wie man hört, hier auf dem Weinfest in Lennep. Und kommen Sie nochmal vorbei am Samstag und am Sonntag, denn da ist die Chance nochmal hier, das Weinfest in Lennep.